Bevor wir dann zu der anschließenden Wahlhandlung kommen, gibt es noch eine Reihe von Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Das bitte ich bei dem Prozess des Wartens und Anstehens zu berücksichtigen. Und zunächst kommen wir auch nicht zum Schluss dieser Aussprache, sondern ich erteile das Wort für eine Kurzintervention dem Kollegen Dr. Güsi. Vielen Dank, Herr Vizepräsident. In vielen Reden von vielen Rednerinnen und Rednern wurden heute die ausscheidende Vizepräsidentin Edelgard Bullmann und der ausscheidende Vizepräsident Johannes Singhammer gewürdigt und ihnen der Dank ausgesprochen. Ich schließe mich dem selbstverständlich an. Ich bin auch dankbar den beiden Fraktionsvorsitzenden meiner Fraktion, wie sie sich bei Ihnen, aber vor allen Dingen auch beim Bundestagspräsidenten Professor Dr. Norbert Lammert bedankt haben. Auch dem schließe ich mich an. Aber aufgrund des Verhältnisses zwischen dem Herrn Bundestagspräsidenten und mir fand ich, sind ein paar persönliche Worte zum Abschied vielleicht doch angebracht. Sie, Herr Professor Dr. Lammert, gehören dem Bundestag seit 1980, also 37 Jahre an, und sind seit 2005 Präsident des Bundestages. Ich kann mir vorstellen, wie schwer das ist, wenn man aus einer Partei und einer Fraktion kommt und plötzlich die Zuständigkeit für alle Abgeordneten bekommt, die ganz andere Herkünfte, ganz andere politische Auffassungen haben. Und man soll ja der Präsident für alle sein. Das gelingt wirklich nicht jedem. Aber ich muss sagen, Ihnen ist es wirklich gut gelungen. Ich habe Sie sehr respektiert, als Sie verschiedene Abgeordnete verschiedener Fraktionen verteidigt haben gegen den türkischen Präsidenten Erdogan, der Sie beschimpft hat. Das hat Mut gezeigt. Und ich finde, dass Sie Reden gehalten haben, die mich auch erstaunt haben. Sie konnten akzeptiert werden von der CSU bis zur Linken. Das muss man erst mal hinkriegen. Aber das ist Ihnen eigentlich fast immer gelungen, muss ich sagen. Sie haben sogar Auseinandersetzungen mit den Medien geführt. Das heißt, Sie waren und sind auch bereit, sich unbeliebt zu machen. Auch das ist nicht selbstverständlich. Und Sie waren nie parteiisch und nie der verlängerte Arm irgendeiner Koalition. Ihr eigentliches Verdienst besteht darin, dass Sie so sehr Präsident des Parlaments waren, dass Sie dem Parlament eine andere Stellung in der Gesellschaft gegeben haben. Das verdanken wir gerade Ihnen, weil Sie bewiesen haben, man kann Präsident des Parlaments sein und keine andere Aufgabe dabei wahrnehmen. Und dafür, finde ich, gehört Ihnen Respekt. Sie haben, Herr Bundestagspräsident, immer die Rechte der Regierungsfraktionen geachtet, aber genauso die Rechte der Oppositionsfraktionen und haben auch heute wieder über Minderheitenrechte gesprochen, die so wahnsinnig wichtig sind. Wenn eine Mehrheit meint, die Kontrolle über sich reduzieren zu dürfen, hat sie die Demokratie nicht verstanden. Sie haben sie verstanden. Und deshalb möchte ich Ihnen zum Schluss, weil ich ja älter bin als Sie, noch zwei weise Ratschläge mitgeben. Nicht? Dazu bin ich ja berechtigt. Also der erste Ratschlag ist, Sie müssen ganz bewusst sich entscheiden, das Alter zu genießen. Alles andere hat keinen Sinn. Und mein zweiter Ratschlag, reden Sie bloß nicht so viel über Krankheiten, das macht nicht gesund. Und nun will ich Ihnen als Letztes, ich hoffe im Namen des ganzen Hauses, aber vor allem in meinem Namen, in jeder Hinsicht Wohlergehen für Ihren neuen Lebensabschnitt wünschen und einfach ein Wort sagen. Danke. Herr Kollege Gysi, auch dieses Hohe Haus dankt Ihnen für